Hallo und willkommen zu meinem Tutorial, dem deutschen Tutorial zu dem Lesen der Meta. Vor mir habe ich gerade die Meta von Karlsruhe Baden-Baden, das ist die aktuelle Meta momentan. Und ich erkläre euch heute aus der Meta drei wichtige Infos, die in der Meta stecken, die sehr wichtig sind zum Fliegen, weil die anderen, die noch drin stehen, die erkläre ich euch in dem nächsten Tutorial, das ist ja gerade nur das Basic Tutorial, weil ich euch einfach zeigen will, was das Wichtigste drin ist. Also oben erstmal das Datum natürlich, das ist jetzt nicht wichtig, das wollte ich gerade nur erwähnen, und die Uhrzeit, wo die Meta erstellt worden ist von der Wetterstation. Dann habt ihr hier den ICAO-Code von dem Flughafen, EDSB ist Baden-Baden. Dann habt ihr noch was sehr Wichtiges, ist hier 280 05 KT. Das steht dafür, dass ihr einmal den Wind aus der Richtung 280 Grad habt und dann kommt der Wind mit 5 Knoten. Und das ist dementsprechend entscheidend für die Landung oder für den Abflug, welche Landebahn oder Startbahn ihr benutzt. In dem Fall jetzt 280 Grad, dann müssten wir bei Karlsruhe Baden-Baden die 21er nehmen anstatt die 3er. Weil es gibt dort einmal die 3er von der einen Seite und die 21er ist die andere Seite. Und da 280 näher an 21 dran ist, also 210, benutzt ihr die 21er. Habe ich aber in meinem ILS-Tutorial schon gesagt, welches ich auch nochmal auf Deutsch aufnehmen werde. So, und dass das geklärt sind, hier seht ihr halt die Gradzahl und die Windgeschwindigkeit. Das ist die eine wichtige Info. Und dann seht ihr hier noch KVOG. Da steht normalerweise steht dort in Zahlen eine Sichtweite, wie weit ihr sehen könnt. Bei KVOG allerdings heißt das, dass ihr über 10 Kilometer Sichtweite habt und dass alles schön ist, also dass es nicht irgendwie zugezogen ist oder so weiter. Carbock ist einfach beste Verhältnisse, kann man so sagen. Dann das drittwichtigste, was heißt drittwichtigste, das dritte wichtige, was ich euch zeigen will, ist hier Q1014. Das ist das QNH, was momentan auf dem Flughafen herrscht, also der Luftdruck für den Barometer, wozu ich auch schon ein Tutorial vorhin hochgeladen habe. Ja, einfach Q für QNH und dann die Zahl 1014. Das sind eigentlich die wichtigsten Infos aus der Meta und mehr müsst ihr eigentlich zum Fliegen aus der Meta gar nicht wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Tschüss.